So, Freunde, weiter geht's hier mit Payday the Haste und wir sind immer noch in unserer Mission. Ihr habt ja die letzte Folge sicherlich gesehen. Wir sind hier auch richtig am Arsch, habe ich das Gefühl. Also hier geht echt alles drunter und drüber in der Gruppe. Ach was, können wir nicht durchs Glas schießen? So, und ich sammle hier nochmal ein bisschen Munition ein, damit wir hier noch ein bisschen was zu schießen haben. So, und den Typen, der hier in dem Wagen drin war und abgehauen ist, den wir jetzt hier rausgeräuchert haben aus dem Lieferwagen, den bringen wir jetzt erstmal weg. Samt Geld oder was der hat, Diamanten oder irgendwas. So, da haben wir einen Helikopter, der wird gleich ein paar Leute ausscheißen. So, hier werden wir wahrscheinlich auch gleich wieder ein bisschen Bekanntschaften machen. Also, das Spiel ist wirklich undurchsichtig. Aber es ist schon ganz lustig. Aber es kommt halt wirklich viel auf Teamarbeit drauf ab. So, mit Randoms ist das halt so eine Sache. So, hier sollten wir gleich wieder ein bisschen Polizeibeschäftigung haben. Oh, ich glaube, wir bleiben bei dem hier mal. So, und wir haben ja doch wieder ein paar Schuss. Wo haben wir die denn her? Das ist ja praktisch. So, und die Geiseln, die darf man natürlich nicht abschießen, falls ihr das denkt. Also einfach sinnlos reinballern ist nichts. Man sollte immer wissen, ob man hier auf einen Polizisten schießt oder einfach auf jemanden, der dunkel gekleidet ist. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu übermütig, hier hinzugehen. Weil hier ist doch schon richtig Alarm gerade. Aber das muss man halt in Kauf nehmen manchmal. Oh, und das sieht böse aus. Und das war's. Und das war's. Damit haben wir die Runde leider nicht geschafft. Und das ist es dann gewesen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Runde. Bis dann.